Und zwar, es regnet draußen, es ist schon seit heute früh schlechtes Wetter. Und es ist so, ich kriege immer mal ein paar Anfragen, ich soll mal ein bisschen was Persönliches erzählen aus meinem Leben und so. Und das werden wir heute mal machen. Also über meine Kindheit und so möchte ich eigentlich nicht unbedingt so viel erzählen, oder das kommt vielleicht später nochmal. Es geht heute um die Zeit, kurz nach der Wende, 89, habe ich 15 Jahre als Türsteher gearbeitet. Und zwar bin ich da irgendwie reingerutscht. Es war so, dass in einem italienischen Restaurant war Theater, da waren irgendwelche Spitzbuben, die das Restaurant übernehmen wollten. Und dann sind die zu meinem Kumpel Mao, mit dem war ich ja beim Fußball, Hooligan, die schöne Grüße gehen raus. Und den haben die dann gefragt, ob er dort arbeiten tut. Und ich bin immer mal hingefahren, haben wir mal nachgeguckt, und dann war es so zum Schluss, unweit von dieser Gaststätte war ein Disco-Zelt. Im Durchlauf waren da im Schnitt 6.000 Gäste, und das hatte eine private Security aus Stotternheim gemacht, so ein paar Ringer und so. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, und dann sind die zu Mauer und haben gesagt, hast du nicht ein paar gute Jungs? Und da hat Mauer mich natürlich gefragt und noch so ein paar Leutchens. Und dann haben wir dort angefangen zu arbeiten. So, das war eine sehr schöne Zeit, das war eigentlich richtig geil, weil es war so, dass wir immer eine Stunde arbeiten mussten an der Tür vorne und eine Stunde Innenbereich. Aber im Innenbereich war es so, dass wir trinken konnten, was wir wollten. Es war zeitweise so, da kam der Chef an, schon um 8, um 9, und hat dann gesagt, los, komm her, und hat dich versucht, da abzufüllen. Der hat sich gefreut, wenn du um 10 blitzeblau warst, und hat dich in irgendeine Wohnwagen gelegt, und da hast du geschnarcht, und dann hat er dich zum Feierabend geweckt. Das war eine sehr schöne Zeit. Danach habe ich in Manhattan gearbeitet. Das war halt so eine schöne Zeit, weil das der wilde Osten war. Wir wussten ja nicht so richtig, was los war, ob wir nun Westen wären oder hin oder her. Die Polizei wusste auch nicht so richtig, was los war, welche Gesetze nehmen wir. Die im Osten gibt es ja nicht mehr, wir waren ja, war ja keiner mehr da. Und die Westen, die kannten das alles noch nicht so richtig. Und dadurch konnten wir machen, was wir wollten. Wir sind die Anfangszeit einfach in normalen Klamotten hin, haben da auf dem Stuhl rumgefläzt, und ja, mach dies, mach das, mach jenes. Das war schon eine schöne Zeit. Später habe ich dann bei einer Security-Firma angefangen, Guarden Force. Das war für sich auch eine schöne Zeit. Die zwei Jungs, denen die Firma gehört, die kannte ich ja schon über viele Jahre, und wir haben heute auch noch ein super Verhältnis und alles schön, gutes Geld verdient. Meine Frau hat dann später auch dort mit angefangen, und das war wirklich super Zeit. Ja, meine drei schönsten Erlebnisse waren zweimal in der Polta. Da habe ich auf Nino D'Angelo aufgepasst. Da waren nicht so viele Leute da, ich weiß nicht, 30, 40 Leute, da hat er eine Lokalrunde gegeben und da mit uns mitgefeiert, und ich musste ein bisschen aufpassen immer, dass da nicht einer zu nahe kommt. Mein zweites schönes Erlebnis war die Weather Girls. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, das sind so zwei Amerikanerfrauen, ganz schön dick, zwei Schwarzhäutige. Da war natürlich lustig, die hatten ein Buffet aufgebaut und alles in ihren Privaträumen, die sie da hatten, und das hat die gar nicht interessiert. Hauptsache, es waren zwei Flaschen Johnny Walker da, die sie dann auch geleert haben. Ne? Da musste ich aufpassen auf die Autogrammstunde, dass denen keiner zu nahe kommt oder irgendwas macht, und die waren total lustig. Die haben nur rumgegeigelt und rumgescherzt und hin und her. So, und mein allergrößtes Erlebnis, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das so hört hier. Ich mach mal lauter. Danke für 25 Jahre treue Support und unglaubliche Unterstützung. Dankeschön!
Also die Fans werden alle wissen, was ich jetzt eingespielt habe. Und zwar war das, ich glaube 2005, Lausitzring Böser Onkel Konzert. Man muss natürlich dazu erwähnen, ich war ja früher Hooligan, Schläger, Rowdy, böser Junge. Und habe als Hooligan natürlich auch die Hooligan-Musik gehört. Und die Onkels haben ja ein paar Texte gemacht mit Hooligan-Musik und deswegen hatte ich die gehört. Ich will ein bisschen lauter machen. Und deswegen hatte ich die gehört. Also es ist nicht so, ich habe jetzt nicht nur ausschließlich Onkels gehört. Ich habe auch abstürzende Brieftauben und was es da nicht alles gab. Ich muss natürlich dazu erwähnen, dass im Osten war so, dass die Rechten und die Linken sich schon immer mal in der Wolle hatten. Aber wenn es gegen den Staat ging, dann haben die zusammengehalten und eben den Staat. Und deswegen kannte ich auch viele Linke, kenne ich heute noch, kenne viele Rechte. Ich bin ja an sich so, ich war Hooligan halt. Mich hat das rechts oder links gar nicht interessiert. Ich wollte mich auf dem Fußballfeld, also in der dritten Halbzeit ausleben. Das war für mich wichtig. Wieso, warum, weshalb, das müssen wir anders mal klären. Das würde jetzt zu ausschweifig werden. Es hat schon seine Gründe, das weiß ich heute. Ich weiß auch heute, dass es, ja, wie soll ich sagen, also es war schon damals meine Familie, es war mein Ein und Alles. Ich habe dafür gelebt, gekämpft, gemacht. Aber ich finde es heute eher unsinnig. Ne? Also man kann auch viel mit Worten regeln, man muss sich ja nicht immer rumprügeln. Aber das ist ja jetzt die andere Geschichte. So, zum Lausitzring muss ich dazu erwähnen, ich habe für Quakenforce gearbeitet. Da sind wir so mit 10 Leuten hingefahren, mit Zelt. Meine Frau ist ja auch mitgefahren. Da hat man so ein großes 6-Mann-Zelt oder so und die waren noch ein paar kleine Zelte und ich habe dann auf dem Parkplatz, also das war ein riesen, also die haben ja riesengroße Zeltplätze, wo früher die Parkplätze waren oder Rasen war, da haben die Zeltplätze aufgestellt und ich musste mit meiner Truppe auf dem Zeltplatz aufpassen, dass es eben ruhig bleibt, war ja ruhig und die Autos einweisen und dies und das und jenes. So, das war am ersten Tag. Dann durfte man natürlich abends zum Konzert, da sind wir hingefahren, also hingelaufen. Also das kann man nicht so, das war so eine Überdimension, es waren 100.000 Leute da, so dass wir doch schon Shuttlebusse hatten, um von A nach B zu kommen. Also ich wäre ja 3 Kilometer gelaufen, um auf meine Arbeitsstelle zu kommen. Also gab es kleine Busse und die haben uns dann dahin gefahren oder beziehungsweise zum Konzert gefahren. Und das Schöne war, am ersten Abend war ich zu dem Konzert, wo meine Lieder gespielt worden sind, die ich noch kenne, wo ich groß geworden bin als Hooligan. Und am nächsten Tag war es so, kam ein guter Freund, Grüße gehen raus an Frank Böwe, Böwe Security. Ich weiß, dass das ist ein altes, eine alte Jacke. Die habe ich schon ganz, ganz viele Jahre. Ich weiß, dass bei Böwex Security gelb nicht mehr so gern gesehen wird. Lieber rot und weiß. Ihr wisst schon warum. Und der kam dann zu mir und sagt, hör mal zu, du bist einer der besten Leute, die ich hier habe. Gehst du mit in den Graben? Graben heißt, dass du, die Band spielt hinter dir und du bist vor den Fans. Dann gibt es so Mauerbrecher und unsere Aufgabe war, dass da keiner drüber klettert. Beziehungsweise, wenn die Leute von hinten geschoben haben, dass du, du hast immer auf den Zwischenbrett gestanden und hast immer reingeguckt in die Leute und hast natürlich gesehen, wenn die schon die Augen verdreht haben, da wusstest du, die sind bewusstlos und dann bist du mit dem Oberkörper rein und hast sie rausgezogen oder hast Wasser verteilt. Das war eine sehr schöne Arbeit, da waren 30, 40 Türsteher da, wir haben alle perfekt zusammengearbeitet, war meine schönste Arbeitszeit, mein schönstes Arbeitserlebnis, die Zusammenarbeit, da waren nur fähige Leute und wenn du nur mit fähigen Leuten arbeitest, wird jeder bestätigen, macht die Arbeit riesen Spaß.
So, also mein, und da, da war mein allergeilstes Erlebnis. Ich stand gerade auf dem Mauerbrecher und dann stehst du ja so 50 Zentimeter über die Leute. Und dann sagt der Kevin oben was und auf einmal haben sich 100.000 Leute hingesetzt. Boah, das ist so ein Gefühl, habe ich ganz selten gehabt. Das war Wahnsinn. Und auf jeden Fall, das war mein geilstes Erlebnis als Security. Zumal noch ich dann in den VIP-Bereich hinten durfte, wo die Wohnwagen standen, weil da mein Freund Hanno gearbeitet hat. Schöne Grüße gehen raus. Und die haben mir die Hand gegeben und waren glücklich und zufrieden und hin und her. Über die Einzelheiten direkt der Band werde ich natürlich jetzt nicht so viel erzählen. Kevin war schon ganz schön durch damals, aber ja, ist ja halt so, Rockmusiker, ist egal. Auf jeden Fall wollten wir heute nochmal drüber diskutieren. Ihr hört es ja noch, ich habe es heute noch und ich muss euch sagen, ich gucke mir auf YouTube, ihr hättet es wissen müssen, Lausitzring 2.5, da gucke ich mir manchmal heute noch an und kriege heute noch Gänsehaut. Es ist schon Wahnsinn, was ich da erlebt habe, was für Gefühle in mir aufgestiegen sind. Ja, in dem Sinne, das soll es erstmal gewesen sein. Wir wollen nicht wieder über die Zeit schreiten. Grüße gehen raus an alle Security-Firmen. Vor allem Böwe Security, an den Chef Frank Böwe. Super Kerl, super Typ. Wir haben uns schon immer gut verstanden, aber heute noch. Alles super. Und nimm mir das nicht übel, dass ich die Jacke da habe, aber ich muss sie einfach behalten. Das ist ein altes Stück, die hast du mir damals geschenkt bei der Boxveranstaltung. Und da bin ich stolz drauf. Also in dem Sinne, Grüße habe ich rausgeschickt. Wenn ihr mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder mehr wissen wollt, schreibt mir in die Kommentare oder ihr wisst ja, WhatsApp, Facebook, Instagram, ich bin ja überall ein bisschen vertreten. Und ansonsten würde ich mich über ein Abo riesig freuen. Wenn ihr wissen wollt, wann ich online gehe, müsst ihr die Glocke anklicken und nach oben, ja, ihr wisst schon, wie das geht. Ansonsten, ja, bleibt gesund, bleibt mir treu und...